bin ich wieder. Ganz kurz was getestet, aber auch das hat jetzt gerade nicht mehr FPS gebracht. Schade, schade eigentlich. Wir laufen jetzt hier ungefähr mit 16, 17 Bildern die Sekunde rum. Jetzt an dem neuen Biom natürlich. Im alten Biom hätten wir wahrscheinlich jetzt so 20 bis 25. Ich mach doch, es tut mir leid. Es sieht zwar wunderschön aus, aber ich muss... Witz? Na, das hab ich... Moment, das dauert jetzt kurz eine Weile. Shaders will ich natürlich. Was haben wir hier denn? Was haben wir hier? Ist jetzt irgendein Shader dabei oder was soll das sein? Das ist gar nichts, ne? Also hier, das ist definitiv ein Biom. Ich habe jetzt selbst ohne Shader... Ne, ich weiß gar nicht, ob das ein Shader ist. Moment, ich mach mal hier auf Internet. Quatsch. Auf Internet habe ich ja immer. Also ich habe selbst ohne Shader habe ich nur 24 Bilder. Liegt also definitiv an der Region. Normalerweise rennen wir ja mit 30 durch die Gegend. 20 habe ich gerade sogar nur. Na gut, wenn das Spiel meint. Hier haben wir ein bisschen lila Tulpen. Was ist das denn da drüben für ein Bio? Ja, jetzt wäre natürlich, das ist auf jeden Fall Biome, die haben wir noch nie gesehen. Also deswegen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit darüber quatschen, dass ich will mich jetzt. Ihr wisst wie es ist. Ihr wisst doch wie es läuft. So. Lass mal gerne schon hier die Hühner wegschlachten, damit ich an die Federn komme. Leider lasst ihr keine. Wenn die Eier droppen lassen würden, ich würde sofort die Eier. Ich würde ohne Mist, ich würde das Eisen dafür wegschmeißen. Hauptsache ich bekomme langsam Hühnereier. Weil wir haben halt in der Gegend echt keine Hühner bei uns und wir müssen irgendwie Hühner züchten. Aber wir bekommen halt keine Eier. Ich könnte mich natürlich daneben stellen und stundenlang warten, bis ich die Hühnereier bekomme. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Los, tropp ein Ei! Oder du, tropp ein Ei! Diese Hunde sind so cute. Ich habe überlegt, ob ich den Mob Models Mod, jetzt hab ich's, ob ich den raushaue, ach komm Scheiße, um mal wieder ein bisschen mehr Horror, so Horror wie bei Minecraft halt geht, reinzubringen. Ich möchte mal, ich kann's ja mal probieren, Optionen. Moment. Mod Options, Test One, Disable, fertig. Ich glaube, da müssen wir mal. Wir gehen mal ganz kurz raus. Moment. Da haben wir. Nee, das ist der Battle Mod. Cute Mod. Ah, okay. Disable. General Options. Ach, man kann das umstellen oder was? Enable Mod, Enable Special Options. True. Replace. Starting Intensity ID Offset. Das ist ja interessant. Ah, hier kann man auch alles einstellen, wie man es haben möchte. Ah, das ist ja interessant. Na, mach schon mal an. Die Witch lasse ich. Den Zombie möchte ich aber gerne so haben, wie er ist. Die Spinne ebenfalls. Den Slime ebenfalls. Skelett auch ebenfalls. Silberfisch ebenfalls. Zombie Big Man. Machen wir mal so. Ghast war auch sehr seltsam. Enderman kann bleiben. Creeper kann... Blaze... Die Blaze kann bleiben eigentlich. Enderman hätte ich auch gerne wieder normal. Apply globally. Passive Mod Model Replacement. Iron Golem.
Mushroom, was soll denn Mushroom sein? Mushroom. Ach, bestimmt eine bestimmte Pilzkuh. Nee, das war mal auch so. Snow Golem. Die Villager können so bleiben, aber die Wölfe bitte auch aus. Okay. Hitbox und Scar Settings. Other Mob Settings. Jetzt bin ich gespannt. Man merkt, es hat super funktioniert. Also, ich bin begeistert. Also, das hat jetzt natürlich, wow. Auch das geht super. Also, da muss ich wahrscheinlich neu starten dann, das mache ich jetzt aber nicht. Es tut mir leid, dass wir jetzt gerade im Let's Play das rausstellen mussten, aber es ist, ja, war eine sehr interessante Nicht-Feststellung. Was, Alter, diese, ich finde ja die neuen Biome ganz cool, aber diese komischen Steinwüsten, die jetzt überall entstanden sind, hätten sie echt was Besseres draus machen können. Das sieht suboptimal aus, möchte ich es mal bezeichnen. Also da hätte man echt sich was Besseres... Also, guck das mal an, hier über diese komischen Steinwüsten ständig. Ich meine, du rennst da auch nicht durch die Gegend und auf einmal... Oh, Steine nur noch. Das... Ja. Die könnten wirklich, sagen wir mal, ein bisschen seltener sein, dass du sowas hast. Das macht jetzt auch keinen wirklichen Flair in der Gegend aus. Also so ist es nicht, ne? Bäh. So... Mir fällt gerade so auf, ich sollte vielleicht nachher mal wieder meinen Posteingang checken. Da sind bestimmt wieder Dutzende Nachrichten drin von Leuten, die es immer noch nicht verstanden haben, dass sie mir in der Post nicht schreiben sollen. Ich habe letztens schon wieder geguckt, da war wieder was drin und oh, die Leute. Sie verstehen es einfach nicht. Nicht in meinem Postfach schreiben, ich gucke da nie rein. Also ins normale Postfach bei YouTube, da gucke ich nicht rein. Das ist so versteckt gemacht, das ist... scheiße, Bro. Scheiß die Kuh an, würde ich sagen. So. Sieht nach einem ganz normalen Waldgebiet aus. Ich hoffe ja immer noch, dass wir Potzoll finden oder sowas. Aber irgendwie will das Spiel mir sagen, nee, Junge, du nicht. Oder kann es sein, dass wir auf Version 1.7 spielen, deswegen noch gar kein Potzo existiert? Und keine Eisbiome? Weil wir nicht geupdatet haben? Und dies? Wo ist der dritte? Okay, haben keinen Schaden genommen. Kann es vielleicht daran liegen? Dass wir noch gar keinen... Dass wir gar nicht in der Version sind, wo das existiert. Oh. Ich kann's euch echt nicht sagen. Das sind schon wieder Feuerskelette. Habe ich jetzt ja gerade nicht so die Lust drauf. Oh, nicht da. Ich weiß nicht, wie viele Monate, Jahre ich dieses Lied schon wegmachen will. Und ich habe es noch nie gemacht. Jedes Mal sage ich, das Lied kommt weg. Das will ich nicht mehr haben. Und im Endeffekt. Damals. Aua. Da haben wir einen Slime, den brauche ich jetzt, aua. Den brauche ich jetzt aber auch gerade nicht. Da haben wir wieder neue Wölfe. Wir haben aber keine Knochen mehr. Weil ich die weggeschmissen habe. Ich würde sagen, wir laufen jetzt aber mal in die Richtung und biegen dann später ab. Und begeben uns somit langsam zurück in unsere... In unsere Gefilde. Da ist noch ein TNT. T-Creeper muss ich jetzt aber nicht haben. Ich hoffe, da ist die... Da ist eine Hexe. Ein bisschen aufpassen. Lieber ein bisschen an den Bogenschützen vorbei. Der tut uns wenigstens nur anhitten. Nicht so wie die Hexe, die uns einfach mal ihre Getränke ins Gesicht klatscht. So.
La 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 la. Wow, Creeper! Also ihr habt das Gefühl, es werden eventuell nicht alle drei Hunde überleben. Wenn wir jetzt noch ein paar Creeper uns hinterher jagen lassen, dann. Oh. War es das sicher bald? Das lang fast so, als wenn das Skelett sich gerade mit dem Hund prügelt. Sind noch alle drei da. Na gut. Also zwei müssen überleben, weil ich würde die sofort züchten wollen zu Hause. Damit wir nie wieder Hundeprobleme haben. Und dann würde ich natürlich auch zwei mitnehmen in unsere neue Gegend dann. Und wir da auch wieder anfangen können, Hunde zu... Tolles Deutsch. Ich würde gerne wieder Hunde züchten. Katzen müssen wir da mal wieder zulegen, also. Ich glaube, ich hab... Nee. Ich hatte insgesamt in Minecraft... Alter, dieses Vieh. Insgesamt ist es in Minecraft mit Hunden nicht, mit Katzen nicht so bei mir, muss ich gestehen. Die lassen sich halt auch nur echt schwer fangen. Da musst du den Fisch erst fangen. Dann musst du da ewig lang hinten dran stehen und gucken, dass die Katze Lust hat, den Fisch zu essen. Und dann irgendwann Hundis. Da fehlt doch einer. Kann mir mal einer erklären, warum der Hund fehlt? Ach man. Na gut. Zwei haben wir noch, die dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Da muss ich dann mal gucken, dass ich ihn ein bisschen Nahrung. Ah, es sind noch. Ach, sind noch drei. Ach so. Die schwimmen nur so eng aufeinander, dass man den zweiten nicht sieht. Den dritten. Den fünften, keine Ahnung welcher. So. Ich würde ja am liebsten gerade im Flugmodus hindüsen, aber wir sind hier stolze Wanderer und wir machen das, wie sie es gehört. Okay, wir fliegen. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja gerade noch so ein bisschen die Hoffnung. Also ich kann, es kann natürlich echt sein, dass wir, dass es daran liegt, dass wir die Version gar nicht geupdatet haben und gar nicht Hot Soul und Dingsregionen haben. Das wäre natürlich mega Schokoladen, nachdem wir so weit gelaufen sind, um diese Region zu suchen. Müssten beim nächsten Mal theoretisch natürlich noch viel weiter laufen. Es ist unglücklich, sagen wir es mal so. Das ist wirklich sehr unglücklich. Unglücklich. Ja, ja, komm. Das ist einer von der ganz harten Schule und möchte es gerne wissen. Wenn die meinen Hund töten, dann werde ich aber hier zum Berserker. So. Guck mal, welche Hundis, es wird nicht mit Skeletten gekämpft. Da hinten sind Rosenbüsche. Ich dachte, das ist ein Creeper. Ihr erkennt den Zusammenhang. Grüner Creeper und rote Rosenbüsche. Das macht Sinn. So. Ich würde gerne auch, dass es wieder Tag wird, weil ich keinen Bock habe, hier noch zu sterben. Wir haben Level 23 mittlerweile sogar. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht so von Vorteil, 7000 Meter von zu Hause entfernt zu sterben. Das könnte sich leicht als eine Behinderung herausweisen, wenn man dann versucht, sein Zeug wieder zu bekommen. Dann sind wir nämlich die nächsten 20 Folgen damit beschäftigt, durch die Gegend zu laufen. Was jetzt nicht so mein Hobby ist. Au. Das hat gesessen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da ist eine Hexe. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Schöne Blumenwiese übrigens, interessiert mich gerade was nicht. Nein, 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 das vergiss es, das riskiere ich nicht. Nein. Nee, 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 nee. Ich weiß, mir wurde gesagt, ja, die Hexen, wenn die dich treffen, dann verlierst du nur bis zum halben Leben, aber nee. Nicht so weit ab vom Schiff, das kannst du halt, das ist... Ja, sehe ich aus wie... Keine Ahnung. Ich will jetzt, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Name ein. Ich würde jetzt irgendeinen Namen sagen, aber... Ach, 7000 Meter, wir sind noch 8000 Meter entfernt. Na, super. Ich hoffe, dass ein gigantischer Ozean dazwischen kommt, damit wir wenigstens den Teil schnell zurücklegen können.
Ansonsten sehe ich mich schwarz für uns. 8000 Meter. Boah, wer kam auf die Idee, so weit zu laufen? Ach, richtig, ich war's. Eieiei. Ich glaube, so groß ist nicht mal die Skyrim-Map, wie wir hier gelaufen sind. Eine recht interessante Musik. Wir laufen jetzt natürlich wieder durch neue Biome, deswegen wird auch gerade wieder gerade hier Lecky Specky mit am Werk. Alter, und was für Lecks. Ich finde es erstaunlich, dass Minecraft nach all den Jahren, die jetzt schon existiert und sich immer wieder fortentwickelt, es noch nicht hinbekommen hat, eine neue Engine rauszuprügeln. Wahrscheinlich hätten sie die Möglichkeit, das zu machen, locker, aber natürlich müsste man da eine Menge Kohle springen lassen, um sowas zu machen. Und das wäre ja dann, das wäre es ja dann nicht wert. Das Spiel ist ja inzwischen fertig, warum sollte man also sich mit einer neuen Engine begnügen? Oh, what the fuck. Gutes Problem ist jetzt wahrscheinlich auch nur wenn du aufnimmst, wenn du jetzt nicht aufnimmst, dann ist natürlich Minecraft bei sowas nicht so empfindlich. Da bist du dann vielleicht auf 27 FPS statt 30 normalerweise, aber solche Einbrüche mit 2-3 FPS hast du natürlich nicht.